Ah, hey, yo zusammen und willkommen zu diesem Infovideo, sag ich mal. Es ist wirklich verflucht lang her, seitdem ich überhaupt irgendwas rausgebracht habe. Ihr habt's auch gesehen, dass die Videos alle aktuell keine Beschreibung haben und die Thumbnails nicht und bla bla bla. Ja, das war Siedler im Hintergrund. Das könnte ich auch mal ausschalten. So, stumm. Genau. Jetzt, was steht an? Ich habe wieder vor, das ein bisschen seriöser zu machen. YouTube ist nach wie vor für mich ein Hobby und ja, das wird es auch weiterhin bleiben. Aber die Thumbnails sollen zurückkommen. Ich möchte das alles ein bisschen gescheit machen, die Playlist aktualisieren. Und jetzt wahrscheinlich das Wichtigste für euch. Ich habe ewig gebraucht wegen verschiedenster Probleme in meinem persönlichen Umfeld. Und vor allem in meinem Umfeld, direkt bei mir, aber es wird langsam ein bisschen besser. Und ich möchte den Community Clash fortführen. Ich weiß, er stagniert seit Monaten und das tut mir auch echt leid. Ich habe es nicht vergessen und ich hatte immer Lust darauf, aber es zu managen ist halt, ihr seht schon, wenn der YouTube-Kanal so brach liegt, wie es aktuell tut, weil die Motivation fehlt, auch nur irgendwas zu machen, ist es halt einfach schwierig, sich da auch noch durchzuringen, das zu tun. Aber ich habe sie davor, so bald wie möglich. Ich weiß noch nicht wann, diesen Samstag nicht. Nächsten Samstag vielleicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das spielt auch überhaupt gar keine Rolle, weil zum einen, ich werde, glaube ich, hier unten nochmal die Video, die Links posten zu den Regeln, zu der Map und zu dem ganzen Krams und Terminen, dass ihr euch wieder eintragen könnt. Wir spielen weiterhin über Tangle, also keiner Matsche, das funktioniert einfach nicht, aber Tangle ist ganz gut. Tangle wird benutzt, benutzt Tangle, Patch 2.01, der alte. Da werde ich dann wieder die Dateien rumschubsen müssen. Ich weiß gar nicht mal, ob ich das richtig hinkriege, aber das wird schon irgendwie. Und ganz wichtig, ich werde den Einladungslink, yay, wir haben ihn endlich, zum Discord-Server schicken. Ich habe jetzt einen Discord-Server gemacht. Kein korruptes Skype mehr mit Russen-Accounts, die uns zuspammen, sondern dieser Link auf Discord. Wir werden über Discord reden. Ich werde über Discord mit euch kommunizieren und dort dann sagen, was ist, bla bla. Das heißt, wer da dabei sein möchte, ihr müsst nicht Discord haben. Nicht zwingend, glaube ich. Zur Not ginge auch noch Skype, aber ich wechsle jetzt zu Discord. Also ich bin da schon. Und es wird Discord werden. Und Ende ist. Ja, das heißt, geht's auf den Discord-Server. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den da manage, aber da zum Reden wird das halt ganz gut passen, denke ich mal. Genau, erstmal noch Patch 2.02, 2.01, wichtig. Keine Edain-Mod, ganz normales Grundspiel, das Aufstieg des Hexenkönigs. Und dann bringen wir den zu Ende. Und für alle, die noch nicht dabei waren, schaut euch das Regelvideo an. Dann muss ich auch noch verlinken. Okay, das habe ich nämlich vor einem Jahr oder so aufgenommen. Es hat sich an den Regeln eigentlich nichts groß geändert. Sie stehen auch nochmal alle beschrieben in den Google Docs Excel Sheet, das ich auch verlinken werde. Also alles in der Videobeschreibung. Genau. Wenn Fragen sind, sonst einfach im Discord dann fragen. Ich werde da ein, zwei Mal am Tag, glaube ich, kurz reinschauen. Und dann passt das. Gespielt wird immer samstags. Ja. Und zwar am Abend. Ich habe wieder angepeilt 18 Uhr. Wenn jetzt ganz viele Leute sagen, nee, lass lieber Freitag machen oder Donnerstag oder so, dann können wir das auch machen. Das geht. Aber da muss ich gucken, wie ich es hinbringe. Also da, erstmal ist jetzt der Samstag angepeilt. Nächstes Mal. Für den nächsten, also nach diesem Community Clash, wenn wir den endlich mal fertig haben. Ich weiß, das lag nicht an euch, sondern an mir. Nehme ich auch die Verantwortung für, aber wir können den jetzt durchziehen, wenn ihr noch Lust habt. Gibt ja da noch ein paar alte Leute, die mir in den Sinn kommen, ein paar Namen, die ja da tatsächlich sehr viel mitgemacht haben, was auch sehr schön war. Und ich würde mich freuen, euch alle wiederzusehen und auch zu hören und zu bespielen, zu besiegen. oder zu verlieren, wer weiß, ist ja noch alles offen. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, das kommt davon, wenn man improvisiert. Genau. Discord-Server machen das, spielen. Ah ja, genau. Für den nächsten Community Clash
Also anschließend, nachdem wir diesen auf 201 fertig haben, werde ich, glaube ich, auf 202 umschwenken. Der ist mir einfach sympathischer. Man hat die Zeit oben, man kann weiter rauszoomen, man sieht mehr, es ist besser gebalanced. Nicht perfekt, aber besser. Den muss ich auch nochmal aktualisieren. Und dann brauche ich nicht dauernd die Dateien hin und her schieben. Edine-Mod klappt bei mir nicht. Ich mag sie auch nicht so wirklich. Es kann sein, dass ich irgendwann mal Projekte mit der Edine-Mod mache. Aber da brauche ich dann schon sehr viel Zustimmung. Also da würde ich dann schon sehen wollen, hey, hier die Kommentare explodieren förmlich nach Edine-Mod. Dann kann man das auch machen. Aber halt versuchen zu machen. Vielleicht klappt sie jetzt die aktuelle Version, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob man von Patch 2.02 auf Edine kann, keine Ahnung. Ich will mit Edine aktuell nicht so viel machen. Er ist halt saumächtig. Macht auch sehr viel Spaß irgendwo, ja. Dauert aber auch ewig lang so ein Match. Also ich habe da mal ein Edine-Mod-Spiel gemacht gegen eine brutale KI. Das ging halt eine Stunde. Und das war bloß eine KI. Also im Gefechtsmodus. Ist ganz cool. Dauert aber ewig. Und wenn ich jetzt hier meinen Ringkrieg mache und bin nach 20 Minuten, kann ich einen Break machen, dann ist mir das eigentlich besser, als wenn ich ewig lang an einem Match hänge. Ist manchmal auch ganz nett, aber ist zu viel Zeit, die drauf geht. Hab ja nebenher ein Studium, private Probleme und der ganze Krams, andere Hobbys, tatsächlich nicht viele, aber ein paar. Und gespielt wird dann Samstag. Ich glaube, ich mach's wieder im allen zweiwöchentlichen Rhythmus. Zwei Spiele, einmal Angriff, einmal Verteidigung. Und dann passt es und dann bringen wir das durch. Der Mittwochslot, der bleibt jetzt erstmal noch leer. Sims werde ich erstmal nicht weiterspielen. Das Spiel ist zwar gut, aber auch ein bisschen knifflig. Vielleicht spiele ich mal ein anderes Spiel dort. Ich weiß es aber noch nicht. Es könnte Anno werden. 1701 habe ich noch, das sehr viel Spaß macht. Da könnte ich mal ein Endlos-Match reinbringen. Könnte auch interessant sein, wenn ihr da Lust zu habt. Ja. Ich hab Pathfinder Kingmaker, was ich spielen könnte. Wo ich auch noch Interesse dran hätte, das zu spielen. Earth 2160 würde ich auch vielleicht gerne mal wieder durchspielen, obwohl es ein bisschen buggy ist. Aber kann auch ganz lustig sein. Also ich habe noch ein paar Spiele, auch XCOM 2 mit der Erweiterung, die ja mega geil ist. Wäre auch eine Möglichkeit. Wäre dann aber wieder auf Englisch. Aber da, wenn ihr da Interesse hättet, XCOM 2 würde ich tatsächlich mir nochmal anschauen. Diesmal gescheit auf nicht Legendary, aber Commander-Schwierigkeit. Könnte man machen. Und dann schmeißt ihr da eure Soldaten rein, dann spiele ich mit euren Soldaten, versuchen wir die Welt zu retten. Könnte auch ziemlich cool sein. Vor allem, weil ich ein bisschen geübt habe. Es ist zwar dann kein Blind Playthrough mehr, aber es würde gehen. Also XCOM 2, wenn ihr wollt, wäre cool. Tät ich mich freuen. Hätte ich persönlich am meisten Lust drauf. Anno wäre auch ganz nett. Immer so 20 Minuten Episoden am Mittwoch so lose reinhauen. Geht, ne? Stresst nicht, ist ein sehr entspanntes Spiel, kann ich einfach mal so aufnehmen. Da habe ich keinen Stress. XCOM würde mir sehr viel Spaß machen. Sind halt dann noch lange Episoden, weil so ein Kampf so auf so einer Map dauert halt auch mal eine Stunde. Weiß, ich habe gerade gesagt, eine Stunde, bla bla bla, Edine-Mod, aber bei XCOM ist es halt so und da finde ich es halt richtig geil, da macht halt Spaß, da ist halt vorne. Wenn ihr wollt, aber wenn nicht, dann nicht. Also ich brauche den Zuspruch, ansonsten bleibt es jetzt erstmal nur bei Herr der Ringe und StarCraft und den Community Clash. Vielleicht mache ich XCOM irgendwann nochmal. Keine Ahnung. Ich hätte auf XCOM 2 wirklich sehr viel Lust. Aber da muss auch ein bisschen Interesse da sein. Und aktuell, ich weiß, stagniert alles. Keine Kommentare, keine Thumbnails, keine Beschreibungen. Soll sich jetzt wieder ändern. Und haltet Ausschau. Geht auf den Discord-Server unten in der Beschreibung. Schön hinscrollen und draufklicken und den Discord-Server joinen. Je mehr Leute, desto besser und dann wird das alle jeden zweiten Samstag. Den aktuellen Termin schreibe ich ins Spreadsheet rein. Auch Link in der Beschreibung vom Google Docs Sheet. Und dann wisst ihr, okay, da geht's los. 18 Uhr ist aktuell wieder der Samstagstermin, da hat sich nichts geändert. Ansonsten Feedback, Kommentare immer gern. Auch dort im Discord-Channel könnt ihr euch auch austauschen. Ich werde nicht alles lesen können, je nachdem, wie aktiv ihr dann seid, weil. Aber wenn da ab und zu Kommentare kommen, geht das. Oder wahrscheinlich könnt ihr mir auch mal privat eine Nachricht schreiben. Dann kann ich da drauf eingehen. Obwohl mir Kommentare auf YouTube besser gefallen, ist zwar nicht so direkt, aber es ist langlebiger. Egal. Gut, damit wäre es dann auch schon 10 Minuten, obwohl ich bloß eine kurze Ankündigung machen wollte. Ich bin halt ein Noob, ne, was sowas angeht. Freue mich aber schon drauf. Diesen Samstag wird's nix. Das heißt, wahrscheinlich wird's der 1. Dezember. Könnte sein. Ich hoffe, bis dahin kriege ich alles hin. Obwohl der Discord-Server steht jetzt und es braucht bloß zwei Spieler. Einmal für den Angriff und einmal für die Verteidigung. Aufstieg des Hexenkönigs 2.01. Ja, und Tangle runterladen, installieren, anmelden.
Ist kostenlos. Funktioniert bei mir ganz gut. Dann können wir dort spielen. Genau. Das war's dann auch. Dann vielen, vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.